Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiter mit meiner Wenigkeit Labor. Also bis jetzt sieht es eigentlich noch ziemlich gut aus, außer dass diese überteuerte Station mir nichts gebracht hat bis jetzt, ne? Gar nichts. Also ich habe ja diese Roboterleute gesehen, aber irgendwie geht da keiner hin. Da läuft auch so einer. Unser Problem ist natürlich jetzt, wir haben nur diese zwei Arztpraxen und das ist natürlich nicht so prickelnd, weil es uns nicht unbedingt so weiterhilft. Ja, aber das ist auch alles nicht so tragisch. Wir kriegen das schon hin. Könnte eigentlich diesen Raum mal bearbeiten. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Und diesen Raum mal da hinsetzen, ne? Dann nehmen wir uns so. Setzen den da hin. Machen das so. Und der Supercomputer. Dann bin ich auch schon wieder fast pleite. Also ich weiß noch nicht, wie ich den Raum wirklich so doll auf 5 kriegen soll. Aber ich werde das probieren. Weil das ist unsere Aufgabe. Und ich sehe das als... Wir müssen das schaffen. Kann ja nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Jawohl. Eins hängen wir noch auf. Weil dann weiß ich zu 100%, dass es geklappt hat. Weil wir hatten das ja schon mal, dass der Raum dann runtergegangen ist. Wir könnten... Wartet mal... Darf ich nicht? Okay, man darf nicht. Oh, dann nehmen wir Junot. Erledigt. Oh, sieht gut aus, oder? Noch 11.345. Also es wäre schön, wenn wir das auch noch schaffen würden, ne? Aber könnte knapp werden. Jawohl. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Ersten Stern, weiter geht's. Zweiter Stern. Fortfahren. Oh, was ist das? Wieder Töpferei, Patienten nach Hause. Okay, haben wir auch geschafft. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Es sieht gerade richtig, richtig gut aus. So, wir haben hier den Kurs auch komplett beendet. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt diesen Raum auch hier weg. Weil, was soll ich mit diesem dämlichen Raum hier? So. So. Alter, der Typ, der das hier gebaut hat, ne, den müsste man verklagen. Sorry, Leute. Hängen wir da noch ein Bild dran, dass wir hier Stufe 4 erreichen. Ja, ein Blümchen könnte hier ja noch rein. Ein Blümchen finden es ja noch. So. So, dann haben wir da oben noch mal mehr Platz. Ja, sieht richtig, richtig gut aus. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es wird so langsam übersichtlicher.
Wir kriegen es eigentlich so hin, wie wir es wollen. Oder wie ich es gerne hätte. Also wir haben jetzt genug Ärzte. Wir brauchen unbedingt die Töpferei, weil das schreit die ganze Zeit schon. Irgendwas bei 20.000 kostet die Scheiße, aber das werden wir dann sehen. So, was haben wir jetzt hier wieder? In die Psychiatrie. Ja, das haben wir eh schon. Hier war wahrscheinlich auch noch kein einziger, ne? Hat sich sehr, sehr gelohnt. Haben wir. Ja. Gerade überlegen, was noch fehlt. Hör auf, dagegen zu hauen, du Vollidiot. Kostet ja nur 10.000. War ja nicht teuer, nö. Überhaupt nicht. So, wir kommen hier auf jeden Fall gut voran. Also ich finde, wir kommen gut voran. Spritzenhaus haben wir schon. Das ist... Oh, es funktioniert doch irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin. Nur wir machen zu wenig Geld hier oben. Hinweis für alle Patienten. Bitte unterlassen Sie es, sich ja, ich muss jetzt einmal mein Personal mir angucken. Also, unsere Ärzte haben alle eine haben alle was gelernt. Unsere Krankenpfleger sind auch. Unsere Assistenten sind auch. Und unsere Handwerker sind eigentlich auch ziemlich gut. Wir bräuchten dann da als nächstes Updates. Also das steht auf jeden Fall auf dem nächsten Plan bei den Handwerkern. Ja. Diana Denkhardt hat uns für fröhliche Phrasen für freudige Freidenker folgenden tiefschürfenden Spruch geschickt. Eigentlich ging das Updaten ziemlich schnell, oder? Also auf den ersten Stern zu kommen, war eigentlich leichter, als ich gedacht hätte. Also, dass sich jetzt hier keiner kommt, das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich habe eine Assistentin, die nur fürs Spritzenhaus ist. Warum gehst du denn dahin? Jobliste. Nein. Du sollst nur da arbeiten, bitte. Dafür bist du da. Was kostet uns nochmal die Töpferei? 20k. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen sparen. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen auf Kohle wiederkommen, ne? Warum soll ich jetzt hier Sachen abreißen? Oh, die sind die ganze Zeit da. Ich denke, dass das schon ganz gut ist, so dass wenn wir wirklich versuchen, die Anzahl der Warteschlangen wirklich zu senken, wir haben 22.000, wir können die Töpferei bauen, wo dann aber auch, ne, das mache ich nicht. Ich müsste normalerweise einen Arzt einstellen. Nein, einstellen. Der Allgemeindiagnose lernt, dem wir aber keinen Arzt geben brauchen, sondern da ist es dann sogar schlauer, wenn ich zwei einstelle. Und die beiden sollen dann überall arbeiten, aber nicht in der Allgemein... Mach das doch mal weg, in der Allgemeinmedizin.
Dann haben wir das nämlich. Wunderbar. Und ein, nee, warte mal, Personal. Abliste. Ja. Und ihr beide seid dann auch nur noch dafür zuständig, weil wir jetzt ja die beiden dafür haben. Richtig. Okay. Sehr schön. So. Was ist das denn? Ja, haben wir. Haben wir. Alles easy. Na, hier oben ist wirklich ein bisschen der Bär los, aber das ist jetzt nicht schön. Wieder jemand gestorben. Gerade was gucken. Hier ist es warm. Ja, auch da ist auch wieder einer gestorben. Das gefällt mir gerade gar nicht. Töpferei, Patienten nach Hause schicken, bitte zu warten, weil das ist das nächste, was ich ja bauen möchte. Ah, dieser Stuhl, ne, der macht mich nabellos. So. Krankenpfleger zur Kardiologie, bitte. Na, wir lassen mal wieder schneller laufen. In die Apotheke, ja. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Ja, Vollgas hier. Ich glaube, die 20.000 kriege ich nicht zusammen. Wo ist mein Apotheker? Du musst bitte arbeiten gehen. Danke. Ich brauche Kohle. Und das jetzt so schnell wie möglich. Muss man wieder ablehnen, das schaffe ich niemals. Oh, ich habe gerade. Oh Mann! So, jetzt geh in die Apotheke, wo ist mein blöder Mitarbeiter? Alter, ich kriege hier gleich. Ja, jetzt fängt er an. Aber diesen Monat sollten wir es dann aber fertig kriegen, die Töpferei. Wir haben noch 100 Tage. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. 17.000. Komm. Das schaffen wir. Komm. Nächste. Komm, 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 komm. 20.000 machen. Zack, 21.000. Zimmer. Bam. Töpferei. Bam. Das passt nicht. Das ist aber richtig scheiße. Oh, nur noch so ein Durchgang da oben. Dann werden wir den... Ah, wartet mal, weil da die Tür ist. Ja, gut. Oh, das ist kacke. So, Töpferei haben wir auch. Objekte. Was haben wir hier für Bänke denn hingestellt in dem Raum? Okay, nehmen wir auch die. Bleiben wir mal farblich korrekt. So. Hundehütte. Nach Hause schicken. Das werde ich mir nicht leisten können. So, da ist gleich die Diagnose fertig. Und dadurch haben wir natürlich jetzt gleich die Ärzte. Perfekt, oder? Bin ich mega mit zufrieden. Läuft.
Wie ein Uhrwerk. Natürlich hat uns das jetzt richtig Kohle eingespielt, ne? Hier die Dingens. Aber das ist auch vollkommen okay. So. Hier fehlen uns auf jeden Fall erstmal richtig viele Automaten. Wir brauchen nämlich das Trinken haben wir und diesen diesen Energy Drink haben wir nicht. Uns fehlt hier zufälliger Automat. Und wir brauchen noch ein paar Snacks. Ja. New Snack. Salziger. Dankeschön. Mal hier ein bisschen was für die Leute tun. Seht ihr? Zack, 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 zack. Die gehen hier wirklich überall hin. Das erfreut mich, weil dann sind die nämlich auch schon mal besser zufrieden. So, der Vorteil ist, Diagnose gelernt. Der Mitarbeiter geht jetzt sofort in die Abteilung da. Da haben wir dann auch unseren ersten Frakturstation nach Hause schicken, befördern. Ja, leck mich am Arsch, wirklich. Du bist Stadtteilungsdurchsage. Nein, du bist Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ja, den hätte ich als erstes schicken müssen. Weil der gute Mann hatte auch nur noch... Ja, okay, einen von den beiden konnte ich nur retten. Den haben wir gerettet. Ja. Gucken wir uns jetzt einmal an, was da passiert. Sie hören Nigel Bigglesworth. Ich bin T-Rex. Boah. Willkommen zurück beim Radiosender Ihres. Alles wieder heile, runter. Ich bin hier bedauerlicherweise völlig überqualifiziert. 11.000, what the fuck? Und Gehalt. Ich bin hier, um zu informieren. Ja. Ich würde mal sagen, ja, einen winzigen besser ging's nicht. Damit sage ich wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.